Rund 5 Wochen, nachdem die ersten Affenpockenfälle im Vereinigten Königreich aufgetreten sind, vermeldet die Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency einen drastischen Anstieg der Fallzahlen. In den vergangenen 3 Tagen sind demnach 104 neue Fälle der Infektionskrankheit dazugekommen. Das ist ein Anstieg von 28% seit Freitag. Insgesamt sind in Großbritannien bisher 470 Fälle der Viruserkrankung registriert worden. Die erste Infektion, die am 7. Mai in Großbritannien bekannt geworden war, soll auf eine Ansteckung in Nigeria zurückgehen. In Nigeria sind seit 2017 vermehrt Affenpockeninfektionen bei Menschen diagnostiziert worden und Fälle in Verbindung mit Reisen dorthin, vor allem ins Vereinigte Königreich. Bis zum 8. Juni waren der Weltgesundheitsorganisation 1.285 im Labor bestätigte Fälle und ein wahrscheinlicher Fall aus mindestens 28 Ländern in 4 WHO-Regionen gemeldet worden. Die Mehrzahl der Fälle stammt aus Europa, vor allem Großbritannien, Spanien und Portugal sowie den USA. Inzwischen sind auch erste Infektionen in Lateinamerika bekannt geworden. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind bis zum 13. Juni insgesamt 189 Affenpockenfälle in Deutschland aus 11 Bundesländern aufgetreten, davon allein 120 Fälle in Berlin. Sowohl RKI als auch WHO gehen davon aus, dass die Fallzahlen weltweit und in Deutschland weiter ansteigen werden. Affenpocken sind eine Viruserkrankung. Die Viren gehören zu einer Unterfamilie der Pockenviren. Ähnlich wie bei diesen bilden sich im Verlauf einer Infektion oftmals Bläschen am Körper. Die Inkubationszeit beträgt in der Regel 2 Wochen. Normalerweise werden Affenpocken über die Luft übertragen. In einigen der kürzlich aufgetauchten Fälle aber gingen die Experten von einer Infektion durch Flüssigkeiten beim Sexualkontakt aus. Die Viruserkrankung ruft nach Angaben der britischen Gesundheitsbehörde UKHSA meist nur milde Symptome hervor, kann aber auch schwere Verläufe nach sich ziehen. Ansteckend sind demnach nur symptomatisch Erkrankte bei engem Kontakt. Bisher gibt es noch keine spezifische Therapie und keine Impfung gegen Affenpocken. Die früher übliche Pockenschutzimpfung ist nach WHO-Angaben zu 85% wirksam gegen eine Infektion mit Affenpocken. Das berichtete sie am Samstag in Genf unter Berufung auf Studien. Die routinemäßige Pockenimpfung wurde gestoppt, nachdem die Pocken 1980 als ausgerottet erklärt wurden. Dem RKI zufolge haben weite Teile der Weltbevölkerung mittlerweile allerdings keinen Impfschutz mehr. Zu Todesfällen durch Affenpocken könne es vor allem bei kleinen Kindern und Menschen mit angegriffenem Immunsystem kommen, berichtet die WHO.